Die Gesellschaft besteht aus Individuen. Und eine starke Gesellschaft, die besteht aus starken Individuen. Ja? Und starke Individuen, die werden sozusagen geschaffen, natürlich Allah erschafft alle Wesen, aber ihr wisst, wie ich das meine, oder sozusagen, die kommen zum Vorschein durch gesunde Familienverhältnisse. Und gesunde Familienverhältnisse, wie schafft man sozusagen, ich versuche immer dieses Wort schaffen und erschaffen, ich will das nicht gerne benutzen, aber ihr wisst, wie ich das meine, Allah ist der einzige Schöpfer. Ich meine jetzt, wie schafft man es, gesunde Familienverhältnisse herzustellen? Und da ist es ganz klar, was man braucht, ist eine Rückkehr zu Koran und Sunnah. Eine Rückkehr zu Koran und Sunnah. Und das ist nämlich die Frage, die ich hier beantworten will, weil viele Leute fragen, wie das ist mit dem Arbeiten für Frauen. Wie ist das mit dem Arbeiten für Frauen? Diese Frage wird oft gestellt. Prinzipiell haben wir Hadithe aus der Zeit des Propheten, wo Frauen gearbeitet haben. Ja, verschiedene Arbeiten gemacht haben. Das heißt, man kann nicht unbedingt sagen, dass Arbeit für die Frau nicht erlaubt ist. Das kann man nicht unbedingt sagen. Aber im Islam ist das eigentlich die Aufgabe des Mannes. Das heißt, aus dem Haus rauszugehen und zu arbeiten. Und für die Frau nur bei einer Notwendigkeit und so weiter. Wakarna fi buyutikunna. Eigentlich ist ja auch der Frau das Haus. So, aber dadurch, dass wir hier leben, in Deutschland leben oder in Europa leben, und durch diese ganze Globalisierung, durch diesen ganzen Einfluss der westlichen Medien, ist selbst den Muslimen eingeredet worden, dass es eine Schande sei für eine Frau, dass die Frau nicht arbeiten geht oder nur zu Hause ist und sich um die Kinder kümmert. Guck mal, ich sage schon als Muslim und als praktizierender Muslim, einigermaßen zumindest, ich sage schon nur, dass sie nur zu Hause ist. Versteht ihr? Ich habe dies schon so eingehämmert bekommen von dieser Gesellschaft, dass ich sage nur. Wer sagt nur? Subhanallah. Der Prophet ﷺ wird gefragt, مَا أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِ. Welcher Mensch ist am meisten wert, dass ich ihm treue Gefolgschaft schuldige? Da sagt er, Ummuk. Dann wird er nochmal gefragt, ثُمَّ مَنْ, wer danach? Dann sagt er, Ummuk, deine Mutter. ثُمَّ مَنْ, wer danach? Ummuk, deine Mutter. Dreimal die Mutter danach sagt er, ثُمَّ مَنْ, wird gefragt, dein Vater. Das heißt, die Aufgabe der Mutter in der Gesellschaft, als Hausfrau, als Mutter, als Erzieherin, ist eine gewaltige Aufgabe. Und das ist eine respektierte Aufgabe. Wenn diese Aufgabe in der Gesellschaft, in der wir leben, hier in Europa, keine Ehre besitzt, beziehungsweise keinen Respekt genießt, dann heißt das nicht, dass diese Aufgabe im Islam keinen Respekt genießt. Sondern im Islam sieht man, dass diese Aufgabe den höchsten Respekt genießt. Denn wir haben schon gesehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, was hat er gesagt? Wer ist es am meisten wert, dass du ihm von treue Gefolgschaft schuldigst? Deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter. Das heißt, die Frau kriegt in dieser Gesellschaft die Mutter kriegt in dieser Gesellschaft die Goldmedaille, die Silbermedaille, die Bronzemedaille. Und der Vater kriegt den vierten Platz. Und wisst ihr, warum ich euch das erzähle? Weil, wie gesagt, erstmal, weil die Frage immer gestellt wird, was soll die Frau arbeiten? Was soll die Frau arbeiten? Und ich erzähle euch eine kurze Geschichte, die mir passiert ist. Ich weiß nicht, ob ich da schon gerade Muslim gewesen bin und noch nicht so praktizierend war oder einige Sachen noch nicht kannte. Weil, als ich am Anfang zum Islam übergetreten bin, wusste ich, man muss beten. Ich wusste auch, man darf keine Freundin haben. Ja? Und ich habe aber gedacht, man kann rausgehen, zum Beispiel in die Disco oder in Cafés. Und also das war mir nicht bewusst, dass das auch der Weg zu einer Freundin und dieser ganze Weg, dass das auch nicht erlaubt ist. Ja? Jedenfalls habe ich dann an einem Tag mit einigen Freunden in der Stadt gewesen und da kamen wir in ein Gespräch mit zwei Frauen. Ich habe die eigentlich gar nicht beachtet. Und dann hat die eine mich etwas gefragt wegen Beziehung und so weiter. Und irgendwie kamen wir ins Gespräch über die Rolle der Frau und so weiter. Und da habe ich gesagt, dass ich eine Frau kennenlernen will, ja, die bereit ist, 5 bis 10 Kinder zu kriegen, habe ich gesagt. Weil ich will eine große Familie haben, ich will eine Frau haben, die bereit ist, 5 bis 10 Kinder zu kriegen. So, daraufhin meinte diese Frau,
Und das ist ganz klar, islamisch, sogar in der Bibel eigentlich, ja, ist es eine Aufgabe der Frau, eine respektierte Aufgabe. Da meinte diese Frau, ja, wenn du eine Frau heiraten willst, die so ist, dann musst du ja eine Frau heiraten, die nicht viel Grips im Kopf hat. Weil eine Frau, die Grips im Kopf hat, die will sich ja selber verwirklichen. Guck mal, ich erzähle diese Geschichte. Guck mal, der Witz an der Sache ist, das ist nicht die Einstellung von irgendeiner Einzelperson. Warte, ich tue das mal hier dran. Das ist die ganze Zeit hier am Brummen wie so ein Panzer. So. Diese Dinger, die sind so grausam, ne? Aber ist egal. So. Das ist nicht die Einstellung von einer Einzelperson, sondern es ist die Einstellung von einer breiten Masse in dieser Gesellschaft. Selbst, wenn sie das nicht zugeben. Und woher kann ich das sagen? Ich kann das sagen, weil ich hier aufgewachsen bin. Ich bin zum Gymnasium gegangen, ich bin hier auf die Universität gegangen. Ich habe zwar nicht die Universität abgeschlossen, aber trotz alledem. Meine Mutter arbeitet in der Gastronomie und das ist die Meinung der breiten Masse. Die Frau müsse sich ja verwirklichen. Was heißt das verwirklichen? In welchem Rahmen verwirklichen? Muss die Frau jetzt konkurrieren mit dem Mann? Die Frau muss dasselbe leisten wie der Mann? Glaubt es mir, die Gesellschaft und die Beziehung von Mann und Frau wird durch dieses Konkurrenzdenken belastet. Die Frau muss sich neuerdings beweisen, indem sie Konkurrenz ist zum Mann. Indem sie in die Berufswelt eintauchen muss. Und was passiert dadurch? Welchen Schaden haben wir dadurch? Ich habe, wie gesagt, wir können nicht sagen, dass das Arbeiten für Frau in jedem Fall verboten ist. Das können wir nicht sagen. Es gibt sogar Arbeiten, die einen großen Nutzen für die muslimische Umma haben. Beispielsweise Frauenärztin. Man braucht Frauenärzte, selbstverständlich. Man braucht Hebammen. Das sind alles Aufgaben, die erwünscht sind. Denn wenn es keine Frauenärztin gibt, dann muss die Frau zu einem Frauenarzt gehen. Und das ist im islamischen Sinne nur in einer Notwendigkeitssituation erlaubt. Das wollte ich hier auch mal sagen. Das heißt, die Frau kann sich nicht einfach von einem fremden Mann ausziehen, es sei denn für eine Notwendigkeit. Das heißt, es ist jetzt eine Operation, ein Notfall, vielleicht ein Verkehrsunfall oder was auch immer. Das ist natürlich eine andere Geschichte jetzt. Oder beispielsweise Kaiserschnitt und... Da ist jetzt nur ein Arzt dort, aber ansonsten ist das nicht erlaubt. Das heißt, natürlich ist es in diesem Fall erwünscht, dass Frauen diese Arbeit machen. Oder was pädagogische Berufe angeht, zur Erziehung von Kindern und so weiter. Das sind alles Sachen, die okay sind. Dann natürlich die schlimmste Fitna überhaupt, ist das Vermengen der Geschlechter am Arbeitsplatz. Das Vermengen der Geschlechter am Arbeitsplatz ist eine große Fitna. Achi, die meisten Affären passieren wo? Die meisten Affären passieren entweder mit einer Frau, mit dem Mann, mit dem besten Freund vom Mann oder der Mann mit der besten Freundin von der Frau oder von einem besten Freund. Diese Sachen. Immer dort, wo man eng zusammensitzt. Immer dort, wo man eng, weil natürlich, du siehst nicht irgendeine Frau auf der Straße, weil manche Leute sagen, ja, wenn du in den Supermarkt gehst und so. Aber normalerweise, im Normalfall wirst du nicht im Supermarkt eine Frau kennenlernen und dann die näher kennenlernen, im Normalfall, es sei denn, du provozierst das. Aber auf der Arbeit, du bist gezwungen dazu. Auf der Arbeit, du bist gezwungen dazu, man lernt sich näher kennen, man ist am Reden, man dies, das, am Scherzen. Ja? Also bei mir persönlich, ja, ich habe einmal gearbeitet in einer Arbeitsstelle. Und ich zum Beispiel, also nicht, dass bei mir ist jetzt nichts passiert oder irgendwie, aber trotz alledem, ja automatisch, ich kann doch nicht den ganzen Tag so dort sitzen, bei der Arbeitsstelle. Versteht ihr, du bist automatisch, wenn du ein lustiger Mensch bist, machst du mal hier einen Scherz und da einen Scherz und dann geht's direkt, verstehst du? Da ist das, ja, das, und ich sag dir ganz ehrlich, das ist eine Katastrophe, ist das. Ach ja, und dann geht deine Frau zu einer Arbeit, wo sie den ganzen Tag mit diesem Mann oder jenem Mann zusammen da rumsitzt. Und der Scheitan kann dir eine Frau oder einen Mann im schönsten Licht vorspielen. Deswegen hat Gott uns einen Schutz gegeben. Der sagt, La taqrabu zina, kommt dieser Sina nicht nah. Deswegen das zum Arbeitsplatz. Ja, nur zum Arbeitsplatz.
Aber jetzt überhaupt zu der Einstellung. Ich sehe heute viele Frauen, oder ich höre davon viel mehr, die uns erzählen, ja, wir müssen doch arbeiten gehen. Und die haben schon diese Gehirnwäsche im Kopf, als wenn sie ja nicht arbeits gehen, dann sind sie nichts wert. Ja, ich will doch nicht nur Hausmütterchen spielen. Ich will doch nicht nur Mutter sein, Hausfrau. Das ist wie so eine Schande. Versteht ihr, das ist den Menschen so eingeredet worden, dass es eine Schande sei, für die Mutter zu Hause sein und die Eltern groß und die Kinder groß zu ziehen. So nach dem Motto, ja, guck mal, die ist nur die Kinder groß am Ziehen. Ich sage euch, subhanallah, ich wollte heute über das Thema reden und jetzt haben wir den lebendigen Weiß links neben mir sitzen. Alhamdulillah. Ja, Achi, wenn die Mutter, wer liest mit dir Koran? Deine Mutter? Ja. Meistens, oder? Ja. Dein Vater selten, ne? Manchmal. Manchmal, ja, das heißt selten. Guck mal. Achi, warum? Weil die Mutter dahinter ist. Bei mir, bei meinem Sohn ist es genauso. Meine Frau, die liest mit dem Koran. Der Vater, manchmal. Manchmal heißt selten. Ja, ich mache nur Spaß. Ja? Versteht ihr? Ach, die Mutter ist wichtig. Wisst ihr, was wir machen? Heutzutage die Erziehung in dieser kapitalistischen Gesellschaft, wisst ihr, wie die aufgebaut ist? Die Kinder werden für die Erziehung anderen Institutionen anvertraut. Sei es die Schule, sei es der Kindergarten, sei es, was es will. Und überall gibst du anderen deine Kinder, damit sie deine Kinder aufziehen. Ich frage dich, wer liebt das Kind mehr? Der Erzieher im Kindergarten oder die Erzieherin im Kindergarten oder Lehrerin in der Schule oder die Mutter? Die Mutter. Dann, das Ziel, was unsere Erziehung hat, was ist unser Ziel in der Erziehung? Unser Ziel in der Erziehung ist nicht, einen Menschen heranzuzüchten, der ein psychologischer, mentaler Krüppel ist und dessen Ziel ist es, in dieser Gesellschaft Geld anzuhäufen oder irgendetwas anderes. Unser Ziel ist es, Menschen zu erziehen, die für Allah leben. Welche Institution in Deutschland verfolgt dieses Ziel? Welche Institution? Nirgendwo. Das heißt, es ist ganz klar, dass die Familie ein Hort sein muss. Dann sagt man natürlich, ja, die Kinder müssen auch spielen. Die Kinder müssen auch spielen. Ja, die müssen auch spielen. Wisst ihr, wie das bei vielen war, die aus in arabischen oder muslimischen Ländern gekommen sind? Die waren zu Hause 10 Kinder gewesen. 10 Kinder gewesen, subhanallah. Die haben miteinander gespielt. Bruder, jetzt diese Woche jetzt oder nächste Woche kommt ein Scheich nach Deutschland, ein großer Scheich. Wisst ihr, wie viele Kinder der hat? 34 Kinder, mashallah. Und er kommt mit seinem Begleiter, der hat 13 Kinder, mashallah. Versteht ihr, Brüder? Das müsst ihr euch mal vorstellen, Achi, das ist der ganze Club, das sind 3 Fußballmannschaften, mashallah. Versteht ihr, damals, wie ich noch nicht Muslim war, ich habe mir immer gewünscht, eine Großfamilie zu haben, Bruder hier, Bruder da. Nur heutzutage, die Muslime sind genauso geworden. 2 Kinder, dann noch der Wellensittich, sind wir zusammen 5. Achi, das ist keine islamische Handhabe. Deswegen sage ich ganz klar, Tazawwaju, heiratet. Und das hat der Prophet gesagt, Tazawwaju, fa inni mukathirun bikum wal ummam yawm al qiyamah. Denn ich möchte mit eurer Anzahl die anderen Ummah übertreffen am jüngsten Tag. Das ist das Ziel. Und deswegen die höchste Aufgabe. Du Frau, du suchst da irgendeine Aufgabe. Du suchst da irgendeine Aufgabe. Achi, oder Uchti, oder was auch immer. Ja. Ich sage dir, werde eine Mutter und lese Bücher und investiere alles in deine Kinder. Denn das ist die beste Aufgabe, die du machen kannst. Natürlich, wie gesagt, es gibt einige Dinge, die sehr wichtig sind, wie beispielsweise Frauenärzte oder sowas. Aber wenn ich das sehe, die muslimischen Mädchen sind schon am Bemühen. Ja, ich will jetzt Kfz-Kauffrau dies, das und so weiter werden. Ach, dieser Job, ach, ist Zeitverschwendung für dich. Du bist dann den ganzen Tag nur mit Männern zusammen, wo sowieso schon mal Fitna ist, auch für dich. Allah sagt das nicht umsonst. Lettakarabu Sina, kommt Sina nicht nah. Kommt Ichtilat ist der erste Weg dazu. Ist der erste Weg dazu und ist gefährlich. Deswegen müssen wir versuchen, das so gut wie möglich zu umgehen. Jetzt guck mal. Jetzt mal ganz ohne Quatsch. Achi, die beste Aufgabe, die du als Frau haben kannst, ist,